durch die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist wieder mal eine verpasste Chance, umfassenden Verbraucherschutz durchzusetzen. Also, Herr Schwering, es ist eben nicht das Beste, was man mit dem Gesetz machen konnte. Deutschland geht nach wie vor einen tabakpolitischen Sonderweg. Darauf haben auch Sie hingewiesen, und das eigentlich schon seit vielen Jahren. Deswegen ist für die europäischen Länder in der Richtlinie es gar nicht so wichtig gewesen, etwas zum Verbot von Werbung zu sagen, weil in anderen Ländern ist das schon. Aber für uns ist das ein Problem. Statt die Prävention durch komplettes Werbeverbot beim Tabakrauchen zu stärken, sind Ihnen die wirtschaftspolitischen Interessen von Tabakindustrie und Werbeindustrie wichtiger als der Gesundheitsschutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich frage mich tatsächlich, und die Zahlen sind ja genannt, wieso bei über 100.000 Toten pro Jahr und dazu kommen noch Millionen von Erkrankten infolge des Tabakrauchens, sollte es doch nun wirklich Grund genug sein, auf jegliche Werbung zu verzichten. Und wie sieht denn der Alltag aus in Deutschland? Großflächenplakate sind angesprochen worden. Kinowerbung ist angesprochen worden. Und vor Hochschulen in Berlin werden Zigaretten kostenlos abgegeben und auch noch mit anderen kostenlosen Produkten wie Croissants verbunden, damit es die Jugend sozusagen triggert zu rauchen. Und wir waren bei der Frage, wie Werbung auf Jugendliche wirkt. Und jetzt können Sie sagen, wir haben doch im Jugendschutz bis 18 und so weiter die Werbung verboten. Aber das sind junge Menschen, die ins Kino gehen, junge Menschen, die an den Universitäten sind und junge Menschen, die Großflächenplakate wahrnehmen und deswegen dort eine Manipulierung haben hin zum Rauchen. Und ich denke, damit muss Schluss sein. Natürlich, ist nicht Quatsch. Seit 100 Jahren wissen die Psychologen, dass Werbung sozusagen eine Wirkung erzeugt im Gehirn. Und die freie Selbstbestimmung sozusagen untergräbt. Und das nicht bei den Älteren, die sind meistens dann so eingefangen in ihrem Korsett, aber bei den Jüngeren ist das Problem. Und dort setzt genau diese Werbung an und die gehört verboten. Während also beim Tabakrauchen wesentliche Präventionsschritte unterbleiben, werden bei der Regulation der E-Zigarette tatsächlich starke Geschütze aufgefahren. Und damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, also, es muss Verbraucherschutz und Sicherheit existieren bei den technischen Geräten. Es muss, wie die EU ja auch vorgibt, zum Beispiel der Nikotingehalt als Grenzwert reguliert werden, weil Nikotin ein starkes Gift ist und man die Überdosis Nikotin akut zum Tode bringen kann. Also kein Zweifel, dass das richtig ist, und das hat ja auch die EU vorgegeben. Aber ich glaube auch, dass wir mit der Formulierung, dass in den Liquids nur Stoffe verwendet werden sollen, die mit Sicherheit nicht gesundheitsschädlich sind. Das ist ungefähr alles, da bin ich Mediziner, ja, die Dosis macht das Gift. Das ist eine Überregulierung, die zu Lasten auch der Verbraucher gehen kann, weil man damit mit diesem faktischen Verbot Verbraucher sozusagen in die Illegalität abdrängt. Und wir wissen, was das bedeutet, auch für einen wirksamen Verbraucherschutz. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen weiter ausführen, aber letztendlich ist da tatsächlich etwas, wo man noch mal ansetzen muss, zu überlegen, ob das wirklich die richtige Maßnahme gewesen ist oder ob man damit nicht auch wirksamen Verbraucherschutz, Prävention untergräbt oder konterkariert. Also, mit diesem Gesetz, was Sie vorlegen, verpassen Sie die Chance einer größtmöglichen Prävention und konterkarieren diese auch. Deswegen können wir diesem Gesetz nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion ist die Kollegin Cordula Kovacs.